Hallo, ich bin Ellie Jenüx und das ist der 25. Part meiner Werwolf-Challenge. Viel Spaß! Im letzten Part wurde unsere Coraya Yuna ja endlich zum Teenager und ich freue mich schon so drauf, ihre Geschichte zu spielen. Deshalb werden wir in diesem Part jetzt gleich mal mit ihr mit zur Highschool gehen. Übrigens, wie euch sicher auffällt, ich habe was an meinem Kamerasetup geändert, deshalb wundert euch bitte nicht, wenn ich teilweise verschwinde oder ihr etwas aus meinem Hintergrund seht. Ich arbeite noch daran, das zu beheben. Und ich habe auch wieder eine Ankündigung. Diesen Samstag, den 14.01., spielen wir an unserem 100 Baby Challenge Speedrun weiter. 64 Babys haben wir noch vor uns und diesmal heißt es wirklich, der Stream endet erst, wenn wir 100 Babys haben. Also folgt mir schon gern mal auf Twitch, ich freue mich schon, möglichst viele von euch im Stream zu lesen. Aber jetzt starten wir in den Part hinein. Wir haben jetzt Dienstag, kurz vor 8 Uhr früh und gleich werden wir mit Raya zur Highschool gehen. Ich freue mich schon wirklich sehr drauf. Julian fragt jetzt irgendjemanden nicht klug genug. Ich habe versucht, meine Hausaufgaben zu machen, aber die letzten Aufgaben waren wirklich schwer. Vielleicht bin ich einfach nicht klug genug, was meinst du? Ich habe keine Ahnung, wen er das fragt, aber wir sagen einfach, arbeite weiter daran, Übung macht den Meister. Okay, er hat seine Mutter Lili gefragt. Sehr gut, alles klar. Auf jeden Fall, es wird Zeit für Julian in die Schule aufzubrechen. Ach so, das ist vom Go-to-School-Mod. Nein, den schicken wir alleine los, aber ich möchte mit unserer Coraya Yuna mit. Ich habe auch extra eine neue Highschool platziert. Aus der Galerie natürlich und ich habe mir sie noch nicht wirklich angeschaut. Also ich hoffe, dass alles funktioniert und ich bin schon wirklich sehr gespannt, wie Raya den ersten Tag in der Highschool meistern wird. Vielleicht bleiben wir dann auch noch ein klein wenig in Copperdale, denn ich muss sagen, die Nacht, die ich jetzt durchgespielt habe, war wirklich sehr, sehr anstrengend. Immerhin haben wir 4 Babys und die haben gefühlt die ganze Nacht geschrien. Dann hatten wir auch noch Coraya als wütenden Werwolf, der alle erschreckt hat und Dinge kaputt gemacht und zerkratzt hat. Es war einfach nur großartig. Und hier sind wir. Das ist die Highschool, die ich platziert habe. Ich finde, sie sieht einfach nur großartig aus. Ich zeige sie euch ganz schnell. So sieht das Ganze von außen aus. Mir war es wichtig, dass es nicht zu 100% modern aussieht, weil ich finde, das passt jetzt nicht so zum Let's Play. Hier haben wir dann einen großen Sportraum. Also hier kann man Basketball spielen, hier noch trainieren. Hier sind, glaube ich, Umkleiden. Hier ist sogar ein Schwimmbad. What? Okay. Dann haben wir hier die Cafeteria, hier einen Klassenraum, hier noch einen. Hier ist irgendwas, wo man reden üben kann, vielleicht so bibliotheksartig. Dann haben wir hier einen Forschungssaal und eine Küche. Oben haben wir hier jede Menge Computer, hier kann man Dinge herstellen, Toiletten. Oh, wie cool ist das? Ich habe das noch nie gesehen, das sieht absolut großartig aus. Hier haben wir dann nochmal eine Bibliothek. Hier kann man tanzen. Okay, hier ist so ein Künstleratelier, hier kann man Fotos machen und hier ist noch ein Musikraum. Also wirklich alles, was man sich nur wünschen kann, hat diese Schule. Absolut großartig. Ja, und dann hätte ich gesagt, wir schauen uns gleich mal an, was Raya an ihrem ersten Schultag tun muss. Vom Direktor mehr über die neue Schule erfahren. Ja, okay, dann kann sie sich gleich mal bei der Direktorin vorstellen. Wir werden uns einmal, naja, wie werden wir uns denn vorstellen bei ihr? Einfach respektvoll bei ihr vorstellen. Ich hoffe, die mag uns wenigstens, weil irgendwie versteht sich absolut niemand mit Raya. Da sie eben ein Werwolf ist, hassen sie einfach alle. Und sie hat Angst vor der Dunkelheit, aber es ist doch gar nicht dunkel. Ach, ich verstehe es nicht ganz. Aber okay, mit wem spricht sie jetzt? Lena Brandenburg, eine Teenagerin. Okay. Gut. Die Direktorin mag uns schon mal gar nicht. Ich glaube, die spürt schon, dass wir Ärger machen werden. Ach so, gar nicht. Wir finden, sie ist dramatisch und sie findet, wir sind stark gesinnt. Gut, dann ist sie anscheinend beeindruckt von uns. Ist auch nicht schlecht. Ist mal was Neues, dass irgendjemand sie mag. Wie können wir denn jetzt mehr über die Schule erfahren? Wir können romantisch mit ihr sein? Ich glaube nicht. Highschool. Mehr über die neue Schule erfahren. Alles klar. Das hätten wir abgeschlossen. Sie hat uns Folgendes erzählt. Willkommen in der Copperdale High School, Coraya Yuna Hemming. Ich hoffe, dass du dich problemlos eingewöhnen wirst. Es gibt 2 Unterrichtsperioden, eine am Morgen und eine am Nachmittag. Die übrige Zeit können unsere Schüler mit ihren Mitschülern verbringen und in ihrem eigenen Tempo lernen. Du bist in Klasse 1, also geh zu deinem Lehrer und sag Hallo.
Denke daran, dass am Freitag Prüfungen sind. Du kannst einen Computer aufsuchen, um für die Prüfungen zu lernen. Oder hole einfach deine Notizen heraus und bereite dich auf diese Weise vor. Die Fakultät bietet mittwochs außerdem Lernsitzungen nach dem Unterricht an. Sehr spannend. Obwohl ich das Highschool-Pack jetzt schon länger habe, habe ich tatsächlich gerade was Neues erfahren. Ich wusste nicht, dass es am Mittwoch irgendwelche Lernsitzungen gibt. Aber gut, sehr, sehr spannend. Und dann müssen wir jetzt einen Spind beanspruchen. Wo sind denn hier die Spins? Ach, hier. Hier hat sich anscheinend jemand eingepieselt, denn der Hausmeister muss schon aufwischen. Ja gut, dann nehmen wir vielleicht eher einen da hinten. Nehmen wir einfach mal den. Da ist schon einer dekoriert und dann können wir einfach den daneben nehmen. Ich finde es übrigens sehr spannend, dass Raya Angst vor der Dunkelheit hat. Vielleicht hat sie auch nur Angst vor Mond, also Angst vor ihrer Werwolfgestalt. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Dann werden wir einmal den Spind dekorieren. Ja, ich weiß ja gar nicht, was sie so mag. Machen wir einfach mal Sportdeko. Ist sie sportlich? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Sie ist eine Partylöwin, selbstsicher und beziehungsfreudig. Okay. Ja gut, vielleicht ist sie auch sportlich. Keine Ahnung, jetzt ist sie sportlich. Wer bist du? Christina Bär. Ja, dann stellen wir uns mal lustig bei ihr vor. Ach, die ist anscheinend das Kind von Yuki oder ihrer Schwester. Dem gehen wir gleich mal auf den Grund von Yuki. Ich hatte recht. Okay. Aber die sieht jetzt trotzdem nicht so aus, als wäre sie die beste Freundin von Raya. Okay, die morgendliche Freizeit endet gleich. Wir müssen mit einem Lehrer über den Lehrplan reden. Er ist doch der Lehrer, oder? Lehrer Klasse 2. Ach so, wir sind aber Klasse 1. Hm. Ist das unser Lehrer? Das ist die Direktorin, das wusste ich schon. Bist du ein Lehrer? Nein, das sind Schüler. Hm. Ja gut, reden wir nach dem Unterricht mit dem Lehrer. Ich habe keine Ahnung, wer unser Lehrer ist, aber das werden wir ja hoffentlich gleich sehen. Das ist unser Lehrer, Akito Hashimoto. Der hat eine wilde Frisur, die möchte ich mir genauer ansehen. Wow, sieht aber sehr, sehr spannend aus, dieser Mann. Ethische Grundsätze. Koraya Yuna war durch die Suche nach dem richtigen Farbstift für ihre Notizen abgelenkt und hat nicht alles gehört, was der Lehrer gesagt hat. Sie hat die Bezeichnung RT gehört, weiß aber nicht, wofür die Abkürzung steht. Was könnte RT bedeuten? Rationale Theorie oder Raupentyrannei? Es ist Raya. Ich glaube, ganz ehrlich, es ist ihr ziemlich egal, was das bedeutet. Deswegen bedeutet es für sie einfach Raupentyrannei. Ja, stimmt natürlich nicht. Koraya Yuna hält es für eine ausgezeichnete Gedankenstütze und sobald sie herausgefunden hat, was RT wirklich bedeutet, wird ihr Raupenfreund ihr helfen, es sich zu merken. Kleiner Klassenraum-Leistungsschub? Okay, das war tatsächlich positiv. Damit hätte ich nicht gerechnet. Und jetzt hat sie die salvadorische Kulturfähigkeit erworben. Wie cool ist denn das? Und die Schreibfähigkeit und Archäologie. Das war anscheinend ein sehr, sehr spannender Kurs. Und jetzt haben wir Mittagspause. Raya, du musst da nicht sitzen bleiben. Möchtest du schon wieder mit dieser Lena plaudern? Ja, keine Ahnung. Irgendwie hätte sie gern, dass sie beste Freunde werden. Aber dann können wir uns hier ja mal etwas zu essen kaufen. Essen bestellen. Wir bestellen einfach mal... Ja, was bestellen wir denn? Ein kleines Mittagsmenü. Warum nicht? Oh, das ist für Vegetarier geeignet. Und sie liebt doch Fleisch. Hm, vielleicht war das jetzt doch nicht so eine gute Idee... Aber ist, glaube ich, nicht so schlimm. Karrieretag im Hörsaal besuchen? Heute ist Karrieretag? Okay, dann besuchen wir den Karrieretag im Auditorium. Da war ich ehrlich gesagt noch nie. Ich bin wirklich schon gespannt, wie das abläuft. Und hier sind wir jetzt im Auditorium. Wir müssen Experten nach Karrieredetails fragen. Wen haben wir denn hier? Noah Kane, Experte. Ja, und in was? Okay, fragen wir ihn einfach mal nach Karrieredetails und werden ihm bei seiner Präsentation zusehen. Irgendwie könnte er ein Manager sein, aber gleichzeitig auch ein Verbrecher. Ich habe wirklich keine Ahnung. Was erzählt er uns denn? Oh, es geht um Geld. Ja, klar. Ich habe wirklich keine Ahnung, aber Raya ist davon nicht beeindruckt. Sie ist verängstigt. Klingt nach Schufterei. Weil etwas über die Karriere erfahren hat. Dieser Job hört sich nach einer elenden Packerei an. Koraya Yuna stellt mit Erschrecken fest, dass manche Leute so etwas ihr ganzes Leben lang machen müssen. Okay, ja, wir wissen ja schon, Raya ist nicht unbedingt begeistert von diesen Dingen. Jetzt ist sie auch noch sehr wütend. Ich brauche richtiges Fleisch. Ja, okay. I'm sorry, Raya. Och, sie ist mindestens so anstrengend wie ihre Mutter. Sie ist wahrscheinlich Wissenschaftlerin? Cassandra Grusel, frag auch sie mal nach Karriere-Details.
Und dann fragen wir auch noch den, der anscheinend beim Militär ist, das ist ziemlich eindeutig. Dann fragen wir auch den nochmal nach Karrieredetails. Ich habe hier irgendeinen Wunsch angepinnt, an den ich mich nicht mehr erinnere. Freunde werden mit Enrico. Ah, das war der, mit dem sie zusammen in die Schule ging. Der ist anscheinend jetzt auch schon ein Teenager. Wo haben wir den? Hier. Enrico. Er ist ein Bekannter und mehr wissen wir auch nicht über ihn. Naja, die haben sich jetzt nicht so gut angefreundet, also eigentlich gar nicht. Schick ihm einfach mal eine wütende SMS. Vielleicht werdet ihr dadurch ja Freunde. Also ich glaube eher nicht, aber man weiß ja nie. Und wir haben jetzt auch schon die Benachrichtigung bekommen, dass der Geburtstag der Vierlinge unter Anführungszeichen naht, also der doppelten Zwillinge sozusagen. Die haben nämlich morgen Geburtstag, also Alaska, Danny, Regina und Jasper. Ich bin wirklich schon sehr, sehr gespannt, wie die aussehen werden. Den Geburtstag werden wir dann vermutlich im nächsten Part feiern, denn in diesem wird sich das nicht mehr ausgehen. Wir müssen jetzt mit Lehrer über die Zukunft reden. Hier ist der Lehrer und wir werden einmal mit ihm über unsere Zukunft reden. Ich weiß zwar nicht, was Raya mit ihrer Zukunft machen möchte. Also ich habe absolut keine Ahnung. Aber vielleicht bringt er sie auf irgendeine gute Idee. Naja, und das war dann auch der Karrieretag. Schön. Sie hat auch niemanden kennengelernt. Können wir da irgendjemanden kennenlernen? Wer von denen sieht denn sympathisch aus? Christina, Enrico Schäfer, Dirk Ojo, Lena Brandenburg, Julia Fleming und Sarah Pancakes. Naja, eigentlich finde ich, dass keiner von denen so wirklich sympathisch aussieht. Vielleicht laden wir sonst nach der Schule einfach mal Enrico nach Copperdale ein. Mit dem möchte sie sich ja anfreunden. Und ich meine, noch kennen sie sich noch nicht so gut, aber vielleicht verstehen sie sich ja gut. Ich habe keine Ahnung. Und jetzt macht sie hier ein Nickerchen. Ja, sie ist wirklich wie ihre Mutter. 100%. Und jetzt haben wir schon die Benachrichtigung bekommen, dass der Abschlussball vor der Tür steht. Ob das was wird, ich weiß nicht. Ich meine, es wäre schon cool, wenn wir hingehen. Am Samstag findet der statt. Ja, muss ich mir noch überlegen. Könnt ihr mir natürlich eure Meinung auch sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Aber jetzt werden wir uns einmal mit Enrico treffen. Vielleicht gehen wir einfach hier in den Bubble-Tea-Laden. Das ist doch was Teenager gerne machen. Und wir nehmen einfach mal Enrico mit. Wo ist er denn? Hier, Enrico Völl. Ich hoffe, er kommt mit und ich hoffe, die beiden verstehen sich auch gut. Ja, wäre schön, wenn Raya endlich mal jemanden hat, mit dem sie sich gut versteht. Und hier sind wir und hier haben wir Enrico. Den müsste ich auch ganz dringend mal umstylen. Aber sie wird ihm mal ein Kompliment machen und einfach sagen, hey, voll die coole Mütze, die du da aufhast, die hätte ich irgendwie auch gern. Noch besser würde es aussehen, wenn du auch eine Brille hast. Ja, gut. Dann wird sie mal ihr Interesse an Vampiren zugeben, weil sie ist ja selber übernatürlich und liebt alles. Dann wird sie einmal über unfaires Leben jammern, weil sie ist eine Teenagerin und... ja, das Leben von TeenagerInnen ist halt einfach unfair. Und dann werden wir mal mit ihm über Interessen reden. Sie hat ja eigentlich noch keine Ahnung von ihm. Und dann werden wir jemanden parodieren. Warum weint sie denn jetzt? Ach so, weil sie über das unfaire Leben jammert. Ja, ist schon belastend, Coraya Yuna zu sein. Verstehe ich natürlich. Wen haben wir hier? Secondhand-Ladenbesitzerin, Fashion-Browserin, Modefreak... Bubble Tea Kunde, ist noch ein Enrico. Ja, und dann würde ich gerne einen Bubble Tea bestellen. Sie kann tatsächlich nur für sich einen bestellen. Dann trinken wir einfach Erdbeer Matcha Latte. Einfach weil der rot ist und vielleicht erinnert sie das an Blut und sie möchte ja unbedingt Fleisch. Deswegen, ja, keine Ahnung. Vielleicht hilft ihr das irgendwie, weil ansonsten werden wir hier wohl kaum an Fleisch kommen. Ach, hier würde es sogar Fleisch geben. Ja, egal. Sie trinkt jetzt einfach mal einen Bubble Tea. Und Enrico isst tatsächlich etwas. Dann kann sie sich ja mal zu ihm setzen. Wer ist denn das da jetzt? Jace Laurent. Okay. Der versteht sich gleich voll gut mit ihr. Das ist noch nie passiert, dass sie jemand mag. Dann stell dich mal lustig bei ihm vor. Hä, mit wem hat sie denn jetzt ein Gefühl erhalten? Nadine Hacking, ihr kennt euch doch gar nicht. Ach, ich verstehe schon wieder nicht, was in meinem Spiel abgeht. Aber das verstehe ich ja sowieso nie. Aber gut, Raya hat sich jetzt bei diesem jungen Mann hier vorgestellt, bei Jace. Oder sie sollte sich vorstellen, irgendwie macht sie es nicht. Raya, mach, was ich dir sage. Stell dich doch einfach vor bei ihm. Okay,
Sie haben sich einander vorgestellt, aber ja, Raya mag ihn nicht, weil er ist fern. Ja, ich weiß auch nicht, was das immer zu bedeuten hat. Und die haben gar keinen ersten Eindruck miteinander. Ja, er ist auch ein Werwolf? Wait. Enrico ist auch ein Werwolf. Warum ist mir das vorher nicht aufgefallen? Na, die müssen dann ja beste Freunde werden. Die haben beide das gleiche Schicksal. Und er ist, ja, er ist ein ganz normaler Teenager. Aber ist doch egal. Er ist sicher vom Werwolf-Dasein fasziniert, könnte ich mir zumindest vorstellen. Aber dann sollten wir vielleicht weiter mit Enrico sprechen. Können wir uns irgendwie übers Werwolf-Sein austauschen? Werwolf-Erfahrungen teilen. Ja, perfekt. Dann sprecht mal miteinander und Raya wird ihm erzählen, ich hatte gestern tatsächlich meine erste Verwandlung. Es war unheimlich gruselig, aber ich glaube, ich habe es gut überstanden. Jetzt ist er geflüchtet. Bist du noch da? Ach, hier bist du. Ja, Raya, red doch einfach mit ihm. Teilt mal eure Erfahrungen. Und was könnten wir noch machen? Zum Tauziehen herausfordern. Dazu ist meisterliche Transformation erforderlich. Werwolf-Sparring? Ach, ich weiß schon wieder nicht, was das für ein Wort ist. Okay. Aber sehr, sehr gut. Also sie könnte sehr viel mit ihm tatsächlich machen, wenn sie schon ein besserer Werwolf wäre. Aber keine Ahnung, ob sie jemals ein besserer Werwolf sein wird. Oh no. Oh wow. Dieser Sim ist einfach unwiderstehlich. Koraya Yuna ist total verknallt in Enrico. Raya hat sich tatsächlich in Enrico verknallt. Ja, er braucht definitiv ein Umstyling. Anscheinend mag sie ihn nämlich ein wenig lieber als gedacht. Ich dachte, die werden ja nur beste Freunde, aber anscheinend möchte sie mehr. Dann werden wir einmal von Comedy schwärmen und ihn nochmal fragen, wie es eigentlich ist, ein Werwolf zu sein. Also, Koraya weiß ja, wie es ist, ein Werwolf zu sein, aber sie möchte halt auch wissen, was er davon haltet und wie es ihm damit geht. Und jetzt haben wir Dienstag, kurz nach 20 Uhr. Raya schaut sich noch ein wenig hier im Laden um. Wir haben den Schultag gut überstanden und jetzt möchte sie etwas zu essen bestellen. Ich hoffe, diesmal bestellt sie etwas mit Fleisch. Ansonsten ist sie ja wieder wütend. Und an dieser Stelle werde ich den Part dann aber auch schon beenden. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich weiß, dieser Part war jetzt ein wenig kürzer, aber der nächste wird auf jeden Fall wieder länger werden. Und dann werden wir ja auch den Geburtstag von allen vier Babys feiern. Auf das freue ich mich wirklich schon ungemein. Und ich bin natürlich schon so gespannt, wie unsere kleine Alaska und unsere kleine Regina aussehen werden. Weil mit denen werden wir ja wahrscheinlich die nächste Generation dann spielen. Und an dieser Stelle freue ich mich natürlich wie immer über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!